Liebe Spieler, liebe Trainer, liebe Eltern, heute geht es um die richtige Schlägerauswahl für Kinderschläger. Ist nicht ganz so leicht und es ist ja auch so, dass es schon ab 3 Jahren Schläger gibt. Die gehen von 19 Inches bis 26 Inches im Kinderbereich. 19 wäre dann so eher für die 3-Jährigen, 25 und 26 Inches sind dann schon bei den 9- und 10-Jährigen und ab U11 ist es sozusagen offen. Wichtig ist, dass man weiß, dass die Schlägergröße nicht nur vom Alter abhängt, sondern ganz wichtig ist die Körpergröße und ganz wichtig ist auch das Spielkönnen der Kinder. Da ist es auch immer ganz gut, wenn man dann Experten und Trainer nochmals befragt. Vielleicht ein kleiner Hinweis, nur zum Zeigen, für die Schlägergröße kann man sich einen kleinen Tipp geben, indem man sagt, das Kind steht aufrecht und es ist dann wichtig, vom Zeigefinger bis zum Boden, da ist dann die Schlägergröße, kann man optimal anpassen. Prinzipiell, wie gesagt, noch einmal, der Schläger wächst mit dem Kind mit. Gerade im Kindesalter gibt es viele Schlägerwechsel, auch wenn das ein hoher Kostenfaktor ist, das bitte immer mit einberechnen und dann nicht gleich mehrere Schlägergrößen auslassen. Wichtig auch für das Gewicht des Schlägers, dass man mit einberechnet, dass natürlich das Handgelenk, die ganzen Hebel des Kindes, also mit der Körpergröße auch mitwachsen. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, ab dem Alter von 11, wie ich schon sagte, ist es offen. Also da kann man die Schlägergröße frei wählen und auch die Schlägerlänge. Ab 27 Inches sind es dann schon Erwachsenenschläger mit sehr leichtem Gewicht. Und eben für den Jugendbereich ganz wichtig zu wissen, oder auch von uns eine Empfehlung, dass eure Kinder dann schon so 2 bis 3 Turnierschläger haben, damit sie gut ausgerüstet sind. Marken gibt es genug, das sind nicht nur die, die ich da in der Hand habe, sondern da gibt es noch mehrere. Wie gesagt, bitte immer auch wirklich an die Experten wenden, dass man da nicht zu früh Schlägerwechsel vorantreibt und die Kinder vielleicht noch nicht ganz so weit sind. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.